So, meine Freunde, was geht? Willkommen zu Stardew Valley und wir machen jetzt auf jeden Fall hier weiter. Hey, I'm just debating what I should do today. I'm not used to have this much freedom. Mann, ich will dich küssen. Geht doch. Mit dem Schwert ist irgendwas... Mit dem Schwert kann ich sie nicht umarmen, oder was? Lel. So, Pumpkin, jawohl. Rein damit. Gorgomil, ich glaube, Gorgomil hat auch im letzten Mal was gegeben. Deswegen ist das okay, Jungs. So, dankeschön. Jawohl, jawohl, Junge. So, du kommst auch noch ganz gut. Hä? Lol. Der ist einfach reingegangen. Komm jetzt, reiß dich zusammen, Bro. Burger, jawohl. So, einer hat mal nicht gegeben, ist auch nicht so schlimm. Lässt sich immer noch sehen. So, nehme ich mit. Der ist wieder... Okay, Jungs, das ist geil. Ich dachte schon, dass ich den wegfallen muss, aber der heilt sich von alleine scheinbar. Das ist ja ganz geil gemacht. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass das so gut ist jetzt. So, ich hoffe, dass die noch wirken bei dem Honig. Wenn nicht, dann kann ich die ganz komplett dann wieder wegtun. Aber ich glaube, das müsste reichen. So, zack. Wir haben 5 Eier bekommen. Damit kann man leben, Jungs. Ich sehe es jetzt nicht so eng, Jungs. Habt ihr gut gemacht. So, Mayonnaise wird jetzt hier gemacht. Zack. Und ihr. Nice. Jawohl! Wieder ein paar Pilze. Und dass dieser Pomgranaten immer noch nicht wächst. Check ich auch nicht. Vielleicht so gegen Ende. Müssen wir halt uns daran gewöhnen, Jungs. Ist auch nicht so tragisch jetzt, aber trotzdem. Zack. Schön. So, dann kann man unser Lava-Katana immer noch. So, dann würde ich sagen, Iridium Bar, wir tun jetzt unsere Pickaxe auf die höchste Stufe. Denn das würde unsere Arbeit dann auch ein bisschen leichter machen. Dann gehe ich auch später wieder in die Mine zurück. In den nächsten Parts. So, jetzt habe ich auch Mixed Seeds bekommen. Werden wir auch anpflanzen, Jungs, aber jetzt noch nicht. Wir haben jetzt nur eine. Lohnt sich jetzt auch nicht sonderlich. So, dann gehen wir zum Schmied. Yeah, 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 yeah. Slime Hunter, du Slay. Five Reddit. Five Red Slimes. Und ich hoffe, ich werde auch stärker, damit wir auch ein bisschen schneller die Gegner töten. Günther, das brauchen wir nicht. Upgrade Tools, Iridium. Gut. Warum eigentlich unsere Gears öffnen? Ich würde sagen gleich. Und ich tue mich das mal. Lol. Nach hinten entspannen, Jungs. So.
Ich würde sagen, wir öffnen unsere Guilds sogar noch. Diese Parts werden jetzt, glaube ich, nicht so sonderlich spannend, weil wir werden jetzt nicht in die Mine gehen in diesem Part, glaube ich. Aber das ist ja auch nicht so wichtig jetzt, oder? Hier geht es jetzt eigentlich allein komplett ums Farmen in diesem Part mal. Eigentlich ging es immer in den Part zum Farmen. Also was laber ich da eigentlich für eine Hundekacke manchmal? Ja, wir werden auf jeden Fall hier jetzt... Ja, okay. Es ist jetzt anders als die anderen zwei Parts erstmal. Ja. Wir haben zwar unser Schwert, aber wir würden, ich würde das mal meine Pickaxe verbessern. Und ich gucke gleich mal nach, weil wir haben unser Combat Level also erhöht. Wie ihr seht, plus 40 Health. Das heißt, wir haben schon mehr Health bekommen. Ist ja cool, das wusste ich nicht, dass man da die Health steigert. Das heißt, das hilft uns noch ein bisschen mehr. Müssen wir halt einfach nur öfters dahin gehen. Dann machen wir auch noch das Mining besser. Sowas in der Art machen wir dann halt. So, aber ich gehe jetzt mal die Guilds erforschen. Wir haben ja genug davon. An sich müssen wir noch den ganzen Zeug, das ganze Zeug hier loswerden. Oh, ich liebe dieses Schwert, das ist so geil. So, zack, zack. Zack, zack, zack. So viel Trash brauche ich nicht. Ich habe es euch schon mal gesagt. Ich brauche nicht so viel Trash, wisst ihr? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob wir noch hier Mix-Seeds haben oder... Mix-Seeds. Genau, wir haben gar keine Mix-Seeds mehr. Okay. Werden die, glaube ich, wir werden die auf jeden Fall noch anpflanzen. Ich werde jetzt erstmal hier ein paar... Die lassen wir jetzt erstmal hier. Werde ich ein einzelnes werde ich jetzt nicht anpflanzen. Das ist mir viel zu viel Aufwand. Iridium. So, Geodes wollte ich mitnehmen. Frozen Geode. Geode. Sonst habe ich keinen Geode mehr, oder? Gut. Und dann geht's auf zum zum Schmied. Schmied, Es gibt bestimmt sowieso ein Level 20 Schwert, da bin ich mir ziemlich sicher. So, ich hoffe, wir bekommen auch neue Sachen. Das wäre geil. Achso, solange der an meine Pickaxe arbeitet, kann er wohl keine Geodes öffnen. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Heißt, das müssen wir dann warten, bis wir, also bis übermorgen, müssen wir das abholen und... Dann können wir auch die Geodes aufmachen. Na gut. Dann gehe ich jetzt erstmal. Zum Typen da, der die Schwerter verkauft. Guck mal, ob der ein neues Schwert hat, weil wir Level 8 geworden sind. Okay, sieht nicht so aus. Äh,
Wobei, wir wollten ja eh irgendwelche Sachen bei denen verkaufen. Thermal Boots, Glow Ring. Ja, für 750 soll ich es verkaufen. Du bist doch durchgeknallt, jetzt ohne Scheiß. Ja gut. Eigentlich warte ich jetzt eigentlich nur noch, bis es Winter ist, Jungs. Und... Warum eigentlich auf den Winter? Der Winter ist eigentlich auch nicht so die chilligste Zeit, weil wir haben das Greenhouse, wir können da jederzeit anpflanzen. Das macht nicht weniger Arbeit. Ich laber so eine Hundescheiße manchmal zusammen, das ist unfassbar. Naja, ich bin froh auf jeden Fall, dass wir gleich die beste Pickaxe haben. Das ist schon mal ziemlich nice. So, an sich, die Gürtel nehmen wir mit. Mehr müssen wir auch nicht machen. Mehr haben wir auch nichts zu tun, Jungs. Wir haben nichts zu tun. Dass wir immer noch so viel durch Farmen bekommen. Das ist ziemlich nice. I'm going okay, mach das. Ich muss halt jedes Mal lesen, dass du zur Stadt gehst, Alter. Large Milk, nice. Bergziege hat nix. Siegfried auch nicht. Mann, es kann. Oh, warte mal. Joghurt, ist das euer Ernst? Was ist denn los mit euch? Ah, dich habe ich schon gemolken, glaube ich. Du bist der Einzige, den ich nicht gemolken habe und du bist noch da. Ja, geht doch. Goat Milk. Aber das ist nicht... Nice! So, Large Milk bringt immer Gold Cheese. Aber wir werden jetzt erstmal Goat Milk reintun und... Hier haben wir noch Large Milk. Euch fütter ich gleich, Jungs, also keine Sorge. Das sieht doch mal gut aus hier, so 3, 4, 5. 5 Eier. Schön, das habt ihr schön gemacht, Jungs. Ich liebe euch. Maple Syrup. Nice. Habe ich die wirklich so spät erst angepflanzt? Da bin ich ja komplett behindert. Hier sind wieder Kaffeebohnen, das ist schon mal sehr schön. Wo soll ich die noch hin tun? Auch wenn es hier auch keine so gute Position ist, aber trotzdem. Wir können schon mal Kaffee machen. Das ist schon mal nice. Und Mayonnaise habe ich noch nicht reingemacht, oder was?
Apfel habe ich abgebaut, genau. So, dann machen wir noch Kaffee, Jungs. An sich so zack, 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 zack. Zack. Kann ich wieder direkt in den Strand gehen, Jungs. Aber ich muss langsam mal echt Level 10 Fishing sein. Wisst ihr warum? Wegen den Legend. Wir haben zwar bis zum Frühling Zeit, aber... Ich weiß nicht, das dauert halt viel zu lang, oder? Ich glaube, es aber levelt sich automatisch, oder nicht? Wenn man jedes Mal jetzt hier gehen, dann zählt das ja als Fishing. Und dann ist halt irgendwann levelt er sich dann wahrscheinlich. Aber das dauert so viel zu lang, weil wir hier nicht sehr viel Geld verdienen. Versteht ihr, was ich meine? Und wir können sowieso, wir haben jetzt genug Freizeit. Also wir könnten eigentlich fischen. Gehen, Jungs. Das geht eigentlich ganz easy, Jungs. Alles ohne Probleme. Und diese Clam zum Beispiel, die zählten zum Beispiel nicht als Fishing, sondern eher als Foragen. Sorry. Und ja. Komm. Wir fischen ein wenig. Bringt erstens Geld, zweitens wir haben genug Zeit, drittens wir haben genug Energie. Und wir wollen unbedingt Level 10 sein beim Fischen. Oh, eine Sea Cucumber, geil. Wir können auch neue, vielleicht auch neue Fische fangen hier, die wir noch nie gesehen haben. Eine Sea Cucumber haben wir schon mal gesehen, aber vielleicht irgendwas Neues hier. Tilapia. Nice. Bald wird es ja Zeit für den nächsten Legendary Fish im Winter. Ich weiß ja schon, wo der ist. Aber der wird auf jeden Fall ziemlich schwierig sein, glaube ich. Der war Schwierigkeitsgrad 100. Das war, glaube ich, der zweitschwerste Legendary Fish. Bin mir nicht sicher, vielleicht verwechsel ich den auch mit einem anderen Fisch. Kann sein, aber ich denke schon. So, Sea Cucumber. Und ich will auch endlich mal das Museum auf 60 Sachen. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt 50 Sachen drin. Wir wollen aber 60 haben, damit wir in den Sewer rein können. Und da gibt es nämlich auch einen Legendary Fish. Ja. An sich so, ne, das ist ein Easy Fish. Ich glaube, das ist auch eine Sea Cucumber. Ne, eine Sardine. Your fishing tackle has worn out. Ja, okay, ist mir aber egal. Ist mir nicht so wichtig gewesen. Jetzt haben wir jetzt dieses Cork Bubble da nicht mehr. Das müssen wir uns kaufen, wenn wir den nächsten Legendary Fish fangen wollen. Wir brauchen ja hier auch noch einen Albacore, müssen wir noch fangen, ne? Albacore fangen wir dir, Gas. Und dann müssen wir halt noch eine Aprikose bringen. Und die ist halt nur, glaube ich, im Frühling erntbar, glaube ich. Dann kriegen wir halt jeden Tag so eine Aprikose. Das ist halt auch geil. Und ich würde sagen, wir machen sogar mehrere Bäume dann mal. Die Tage werden wir auf jeden Fall mehrere Bäume machen. Zuerst machen wir erstmal das Deluxe Korb oder sowas Upgrade. Ja. Und die Tage werden wir auf jeden Fall Deluxe Korb Upgrade machen.
und versuchen bis zu 25 da unten bei diesem Skull Cavern zu kommen. Und so an sich haben wir auch sonst an sich habe ich jetzt erstmal keine Ziele. Das ist vielleicht das Haus Upgrade, aber da brauchen wir halt 150 Hardwood, glaube ich, 150 oder 100 so in den Dreh. An sich braucht man immer Hardwood. Ich hätte Hardwood nicht verkaufen sollen. Ich hätte mal 50 Hardwood und ich habe das verkauft, ich Idiot. Aber ich wusste auch nicht, dass man das braucht. Ah, 50 sind aber, glaube ich, auch nicht so viel. Sonst müssen wir halt einfach hier sehr viel Holz hacken. Wir müssen halt echt... In unserer Farm gibt es so viel Holz. Das können wir alles verkaufen, weil wir brauchen nicht so viel Holz. Wobei, doch, immer brauchen wir Holz. Holz ist immer wichtig. So, diese ganzen Fische sind komplett einfach zu fangen. Aber das juckt mich auch nicht, weil wir wollen einfach nur viel Geld. Lass alle einfach sein. Lass die viel Geld bringen. Sonst will ich den Schatz haben, bitte. So, der ist komplett einfach zu fangen. Bewegt es nicht mal hier. So. Kohle, okay. Wir haben sogar ziemlich viele Goldfische gefangen, kann es sein? Ich habe es gerade gesehen. Alter, geil. Das wird aber, glaube ich, trotzdem nicht so viel Kohle bringen. Na, fuck! Hätten es das perfekt. Ja, solche Sardinen will man halt einfach gar nicht fangen. Vielleicht kann er mal einen Schatz auftauchen, wo was Wertvolles drin ist. Das wäre geil. Und ich würde sagen sogar, dass wir die Legendary Fische mal behalten. Und warten, bis die nächste Fair stattfindet und dann, dann stellen wir die vor, Jungs. Okay, wir geben jetzt noch, machen jetzt noch einen Versuch, also einen Fisch. Ja. Das ist der letzte Fisch, mein Freund. Und dann gehen wir nach Haus. Jo. War ein Anchovy. Chillig. So, zack, 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 zack.
Zack, 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 zack. Nein, nein, nein. Zack, zack. So viel Müll brauchen wir nicht. So. Na gut, Millionäre werden wir zwar nicht, aber wir kriegen einiges an Geld. Ich glaube, wir haben 10.000 dann. Ja, okay, bis man durchs Fischen sehr viel Geld bekommt. Das dauert echt. Dadurch bekommt man leider nicht sehr gutes Geld. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Ich will, meine Damen und Herren, dann holen wir unsere Pickaxe endlich ab. Und ja, dann sehen wir natürlich weiter. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Haut rein. Ciao.